Also schön, Herr Holle, dass Sie ein paar Minuten Zeit haben für uns. Es ist ja für uns auch eine Premiere hier, dieses erste große internationale Turnier, dass wir uns auf so einem großen Parkett bewegen. Und ich möchte ganz einfach von Ihnen mal eine Meinung hören. Sie kommen auf der ganzen Welt umher und bauen da große Parcours. Wie einfach die Einschätzung von Ihrer Seite ist und natürlich auch, Sie haben sicherlich Fachgespräche mit dem einen oder anderen bekannten Reiter geführt, dass Sie mir da vielleicht mal eine kurze Auskunft geben. Also ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie positiv dies hier aufgenommen wird mit dem Boden. Die Reiter sind also, meine ich, sehr gut zufrieden. Ich habe von den Dressurreitern absolut positive Kritiken gehört. Und von den Springreitern gibt es auch nur Positives zu berichten. Und ich muss sagen, auch für mich, es sind sehr schnelle Springen dabei gewesen. Wir hatten gestern ein super, super, super gutes Stechen in der großen Tour. Ja. Und super schnell und alle waren begeistert. Es ist weder ein Pferd gerutscht, noch irgendetwas anderes passiert. Deswegen Hochachtung. Ja. Ist natürlich für uns schön, dass es gleich beim ersten Mal so funktioniert hat. Wie sieht es mit den sportlichen Bedingungen hier aus, von den Plätzen her? Wir haben hier ein Abreitezelt, wir haben einen Last-Minute-Abreiteplatz und den Parcours. Also ich denke, wir haben hier Rahmenbedingungen vom Allerbesten. Ja. Einerseits was die Logistik angeht, aber auch was die Plätze angeht. Das Abreitezelt ist großzügig genug bemessen. Last-Minute-Abreiteplatz auch noch sehr großzügig für ein gutes Turnier. Die Bedingungen drinnen vom Boden her sind auch perfekt. Ja. Allerdings ist die Reitfläche durch die Tribüne doch etwas geschrumpft in den Maßen, dass wir nicht zu breite Fläche haben, aber es ist super machbar und die Reiter sind, glaube ich, recht gut zufrieden. Ja, ich habe jetzt die ersten Reiter hier im großen Preis gesehen. Ich denke, Sie haben wieder mal ein glückliches Händchen gehabt und einen super Parcours hingestellt. Sehen Sie das genauso? Das kann ich jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Denke, wir haben jetzt alles gegeben heute am letzten Tag nochmal, wirklich auch von den Distanzen, von den Höhen, von den Maßen alles ein bisschen rauszukitzeln. Ja. Was zu bedenken ist, ist ganz klar, dass wir das erste Hallenturnier haben und das erste Mal hier Turnier haben. Ja. Und deswegen, so wie Ludger sagte, wäre das Springen nicht übertrieben schwer und recht fair gebaut. Aber man sieht, wie die Ergebnisse im Moment zeigen, dass auch überall Fehler gemacht werden. Das klingt ja alles sehr vielversprechend und ich denke, das Turnier wird sich in Berlin etablieren. Sehen Sie das anders? So wie die Gespräche im Hintergrund laufen, was man so hört, sieht es sehr, sehr gut aus. Ja. Und es wird auch sehr, sehr gut angenommen von den Reitern und von den Teilnehmern. Wir müssen halt noch aufpassen und zusehen, dass die Zuschauer noch viel, viel mehr hier hinkommen, um dieses ganze tolle Ambiente auch mitzukriegen. Und dann wird das eine super Sache. Okay, ja. Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke. Tschüss.